In Forza Horizon 5 gibt es echt einige coole Tuning-Optionen, wie zum Beispiel die Bodykits, Lackierungsoptionen und man kann sogar die Leistung des Autos sehr individuell anpassen. Aber es gibt auch einige Tuning-Tricks, die nicht so offensichtlich sind und wahrscheinlich nicht so viele kennen. Deswegen schauen wir uns heute 7 Tuning-Hacks in Forza Horizon 5 an. Für den ersten Punkt müssen wir uns erstmal das Autoinnere von einigen Autos anschauen, denn es gibt tatsächlich einige Autos, die die Möglichkeit haben, das Autoinnere zu verändern. Das erste Fahrzeug mit dieser Option ist ein Extreme E-Fahrzeug. Ganz wichtig ist hierbei, dass es sich hier um den Extreme E23 handelt. Bei diesem Extreme E-Modell funktioniert es auf jeden Fall, denn es funktioniert nicht mit jedem anderen Extreme E-Auto. Wenn wir jetzt hier die Lackierungsoptionen auswählen, sehen wir hier beim ersten Symbol unten rechts ein Plus. Hier können wir einfach mit X erweiterte Optionen öffnen. Mit der ersten Option färbt man einfach das Auto an sich, aber wenn wir jetzt die zweite Option auswählen, sehen wir, können wir hier das Autoinnere färben. Hier habe ich es einmal gelb gefärbt und hier sieht man die Türen und das Autoinnere ist jetzt auch gelb gefärbt. Und bei der dritten Option kann man hier bei den Vorderleuchten und am Heck auch die Farbe verändern. Ein weiteres Auto mit dieser Option ist der Audi S4 Avant. Wenn wir hier jetzt ins Autoinnere reingehen, sehen wir das Lenkrad und auch die Knöpfe hier sind in Silber. Und wenn wir jetzt hier das Auto in eine beliebige Farbe umlackieren, hier zum Beispiel in Gelb und jetzt wieder ins Auto reingehen, sehen wir hier, das Lenkrad ist gelb und auch die Knöpfe sind jetzt in Gelb umgefärbt. Außerdem funktioniert dasselbe Prinzip auch beim Porsche 911 GT3, denn dort ist es so, die Farbe des Sitzes ändert sich je nachdem, welche Farbe das Auto hat. Und es gibt auch die Möglichkeit, bei einigen Autos das Autoinnere in Holzfarbe umzulackieren, aber da werden wir in einem späteren Punkt nochmal genauer drauf eingehen. Als nächstes schauen wir uns einen Trick an, wie du den Sound deines Autos deutlich verbessern kannst. Hierzu nehmen wir uns als Beispiel den BMW M3 und hören uns erstmal den Standard-Sound an. Hört sich zwar nicht so schlecht an, aber da geht auf jeden Fall deutlich mehr. Zum einen hast du die Möglichkeit, hier unter Einlass den Renneinlass auszuwählen. Das lässt den Sound des Wagens etwas aggressiver klingen. Da kannst du hier unter Nockenwelle auch die Rennversion auswählen. Das erlaubt dem Motor viel höher zu drehen und dadurch auch was aggressiver zu klingen. Und du kannst den Auspuff auch auf die Rennversion upgraden. Dort ist es aber so, je nachdem welchen Motor du hast, kann es etwas weniger aggressiv oder etwas mehr aggressiv klingen. Und die wichtigste Option, die hier am meisten ausmacht, ist hier unter Antrieb und Getriebe zu gehen und hier das Renngetriebe auszuwählen. Allein wenn du erstmal nur das Renngetriebe auswählst, wirst du schon mal einen großen Unterschied merken. Die anderen drei Optionen sind aber auch noch da, um das Ganze noch ein bisschen aufzubessern. In Forza Horizon 5 hat man zwar schon einige Möglichkeiten, sein Auto etwas tiefer zu legen, aber es gibt noch ein paar Tricks, wie du dein Auto wirklich komplett auf den Boden legen kannst. Das Ganze funktioniert mit jedem Auto, aber am besten sind Autos mit Widebody-Kits, wie zum Beispiel die Toyota Supra oder der Mitsubishi Lancer. Da musst du hier einfach unter Upgrade und Tuning und Antrieb und Fahrwerk und dann hier bei Federn und Dämpfern die Driftfedern und Dämpfern auswählen und dann musst du noch bei Reifen die Offroad-Reifenmischung auswählen. Danach gehst du ganz einfach ins Individual Tuning und musst dann hier unter den Tab Federn alles so niedrig wie möglich einstellen. Jetzt hast du deinen Wagen schon relativ tief gelegt, aber es gibt noch einen kleinen Trick, wie es noch tiefer geht und zwar musst du dazu unter das Event Lab und hier folgenden Freigabecode eingeben. Wenn du dann mit deinem Auto in der Map drin bist, wirst du sehen, dein Auto sackt nochmal ein ganzes Stückchen nach unten und ist jetzt wirklich komplett am Boden. Wenn wir uns hier zum Beispiel einmal die Toyota Supra anschauen, sehen wir liegen hier schon ziemlich weit auf dem Boden und das sieht schon ziemlich nice aus, aber wenn wir das Ganze zum Beispiel mit dem Mitsubishi Lancer vergleichen, sieht man, dass der nochmal ein ganzes Stückchen tiefer liegt. Das liegt hauptsächlich auch daran, dass die Karosserie hier sogar über den Hinterreifen geht. Das lässt das Ganze nochmal extremer wirken. Als nächstes haben wir ein paar mehrere Tricks, die dir helfen, deine Designs leichter und besser zu gestalten. Eben habe ich euch ja gezeigt, dass man das Autoinnere bei manchen Autos in Holzfarben umfärben kann. Dazu nimmst du ganz einfach ein beliebiges Auto. Ich habe mir zum Beispiel hier den Ford F100 genommen. Dann gehst du hier unter Auto lackieren und hier unter Spezialfarben und suchst hier die Holzfarbe und färbst den Wagen damit. Danach gehst du hier unter Muster und Aufkleber anwenden und wählst hier so ein Viereck aus und färbst es in der Farbe, wie du deinen Wagen eigentlich haben willst. Dann musst du das so groß wie es geht machen und das Ganze auf allen anderen Seiten auch drauf gucken. Und wenn wir uns hier jetzt einfach mal ins Autoinnere reinsetzen, sehen wir, hier ist alles in schönen Holzfarben lackiert und sieht auf jeden Fall sehr echt aus. Dieselbe Methode funktioniert auch genauso gut, um den Motor zu färben. Zum Beispiel, wenn ich meinen Motor jetzt gelb färben will, farbe ich mein Auto unter Auto lackieren ganz einfach gelb und gehe dann unter Muster und Aufkleber und färbe dadurch den Wagen wieder um. Und hier sehen wir dann zum Beispiel, der Wagen ist rot gefärbt und unter der Motorhaube sieht das Ganze aber gelb aus. Und wenn du jetzt hier noch irgendeinen Text auf deinem Auto haben willst, kannst du hier ganz einfach auf einen Buchstaben gehen und dann musst du hier X drücken. Dann hast du die Möglichkeit, hier komplette Wörter oder sogar Sätze einzugeben und die dann beliebig zu platzieren. Das spart auf jeden Fall sehr viel Zeit. Und du hast sogar die Möglichkeit, wenn du hier ein Muster anbringen willst, hier auf Suche zu gehen. Und hier musst du dann unter der Option maximale Schichten das Ganze über 1000 einstellen. Ich habe hier zum Beispiel jetzt 2500 eingegeben und hier suchen. Dann findest du hier zum Beispiel viel häufiger viel komplexere Designs, wie zum Beispiel hier diese Among Us Figur oder andere Designs sind auf jeden Fall viel öfters zu finden. Und wenn du bei der Beschreibung bestimmte Keywords eingibst, wie zum Beispiel habe ich hier SpongeBob eingegeben, findest du dazu auch komplette Designs. Du nennst mich Spitzkopf!
Vanta Black. Hierbei handelt es sich um eine sehr besondere schwarze Farbe, die man normalerweise in Forza Horizon nicht herstellen kann. Aber es gibt einen kleinen Trick, wie du das Ganze ganz einfach auch herstellen kannst. Und zwar musst du dir dazu ein beliebiges Auto nehmen und hier unter Muster und Aufkleber anwenden gehen. Und hier wählst du ganz einfach dann dieses Viereck hier aus, färbst es in schwarz und machst es so groß wie möglich. Nachdem du das Ganze an einer Seite deines Autos angebracht hast, siehst du hier unten die Option Vinylmaterial. Hier musst du das Ganze einmal komplett auf matt umstellen und jetzt hast du hier die Möglichkeit mit X das auszuschneiden und dann musst du das mit Y auf allen Seiten einmal einfügen. Danach musst du nur noch unter Auto lackieren gehen und hier unter den Spezialfarben die Farbe Stahl poliert auswählen und damit hast du die Farbe Vanta Black selber erstellt, kannst damit draußen rumfahren, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. In einem meiner letzten Videos habe ich euch schon mal gezeigt, wie ihr eigene Nummernschilder für euch erstellen könnt, aber es gibt noch ein paar weitere sehr, sehr geile Nummernschilder, die ihr auf jeden Fall mal ausprobieren müsst. Dazu musst du hier einfach unter Nummernschild gehen und hier kannst du unter X das Schild entfernen. Danach musst du unter Lackierung und Design und hier auf Muster und Aufkleber gehen. Hier hast du dann die Option untersuchen zu gehen und kannst dann hier Nummernschild eingeben. Hier findest du dann ganz viele Nummernschildoptionen wie zum Beispiel von Deutschland, China und so weiter. Aber es stehen auch einige Nummernschilder aus anderen Spielen zur Verfügung, wie zum Beispiel hier aus GTA Vice City. Das kannst du dann ganz einfach auswählen und dann hier auf deinem Auto platzieren und hast dann ein eigenes Nummernschild. Das Ganze funktioniert auch für andere Spiele. Hier habe ich mir zum Beispiel Nissan 350Z ausgewählt und hier einfach unter Beschreibung Underground eingegeben. Und hier gibt es dann zum Beispiel ein Nummernschild zu Need for Speed Underground 2. In Forza Horizon 5 gibt es zwar sehr, sehr viele Autos, aber es gibt auch einige Autos noch nicht. Deswegen gibt es bei einigen Autos die Möglichkeit, sein Auto umzubauen. Zum Beispiel hast du die Möglichkeit, aus einem BMW M3 einen BMW M3 GTR zu machen. Dazu musst du ganz einfach bei allen Tuning-Optionen hier die normale BMW-Option auswählen und dann hast du einen BMW M3 GTR. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel die Toyota Celica Sports. Hier kann man zum Beispiel die Toyota Celica Sports Version in die normale Toyota Celica Version umwandeln. Und auch einige Audi-Modelle, wie zum Beispiel Audi S3 Sports Black, kann man einen Audi S3 umwandeln und den Audi S5 Coupé in einen normalen Audi S5. Und beim Mercedes-AMG E63S kann man ihn sogar in die Brabus 800 Version umwandeln. Falls ihr noch weitere Autos kennt, die man umbauen kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Und in diesem Video hier schauen wir uns die verrücktesten Theorien und Mythen im Forza Horizon Universum an.